Hallo zusammen, es ist Sonntagabend, es ist 18.02 Uhr. Ich bin nicht früher zugekommen, aber in diesem kleinen Clip geht es um den DAX. Mein Name ist Christian Schlegel, salve a tutti. Vor euch liegt nach einer heftigen Woche der DAX auf Wochensicht. Eine Kerze, eine Woche. Und ich möchte da gleich mal eins sagen, da ist nicht viel passiert. Ja, es ist insgesamt, wir kommen hier von diesen 11.800, wir sind hochgestiegen bis zu 13.637. Ja, dann haben wir halt mal 5% verloren. So, F dot dot what? Was passiert ist, dass wir sind hier, wie gesagt, das ist die eine Kerze, ein Tag, wir sind hier auf die 20-Wochen-Linie aufgesetzt und auch ein bisschen drunter, 13.028, 20-Wochen-Linie. Wir haben das sogenannte 38,2er Retracement am Freitagabend angeknabbert, das ist nämlich bei 12.948. Kommend von der Bewegung aus Ende September bis jetzt, dass diese Bewegung hier, davon haben wir 38,2% nachgegeben. Für mich sehr viel wichtiger ist eigentlich dieser Punkt hier, der da. Den haben wir in der Woche vom 9.12. gemacht. Der Tiefskurs ist 12.885, das ist der hier. Ich werde den gleich im Tageschart nochmal genauer zeigen. 12.885. Bis dahin dürfen wir fallen, sind also nach momentanem Stand noch 40, 60 Punkte ungefähr. Das dürfen wir machen, das ist okay. Wir dürfen auch ein bisschen drunter gehen. Wir sollten nur nicht drunter schließen, weil dann wäre diese Bewegung hier in Frage gestellt. Wir haben ein Verkaufssignal über die Stochastik, wir haben die 80 gebrochen, wir sind nach unten gerichtet, negativ. Wir haben ein Verkaufssignal über den Trendfolger MACD, auch negativ. Hier ist von der Technik her gar nichts Negatives. Ich möchte mal Folgendes machen. Wenn diese 12.885 nicht halten sollten, habe ich als nächsten sehr wichtigen Punkt das sogenannte 50er Retracement, also 50% von dieser Bewegung hier, und das liegt bei 12.734. Das müsste es dann zumindest mal aufgrund der Geschwindigkeit erstmal gewesen sein. Dann mal gucken, wie sich der Freund weiterentwickelt. Jetzt gehen wir mal auf den Tag, mal schauen, was wir da deutlicher sehen. Voilà le jour. Hier, und die mache ich jetzt mal rein, kommen wir zu der 12.885er Linie. Die mache ich euch jetzt mal in Navy rein. Dann sehe ich sie wenigstens auch. So. Sonst haben wir genügend schwarze Linien. Also ich mache es mal ein bisschen hoch. Es sind die gleichen Fibo-Zahlen, die ich eben angesetzt habe. Wir sind mit dem Hammer in diese Bewegung reingekommen. Lange, lange seitwärts. Wir haben den Gipfel gefunden bei 13.637. Hier, wie gesagt, bei 12.948 ist das 38er Retracement, die Rückführung von dieser Bewegung. Möglich, als möglich erachte ich das 50er bei 12.734. Und dazwischen liegt dieser Punkt hier, dieser Übertreibungspunkt. Ein Umbrella-Doji, der aus dem unteren Band rausgegangen ist. Ich mache es mal größer. Ein Übertreibungs-Doji, Umbrella-Doji rausgegangen, wieder reingegangen und hat dann letztendlich diese Bewegung hier eingeleitet, wurde noch einmal auf die Probe gestellt. Nochmal so eine Art Umbrella-Doji, auch aus dem Band raus. Wir sind auch jetzt aus dem Band raus und das macht mir ein bisschen Sorgen, weil die Bänder gehen heftiger auf. Die gleitenden Durchschnitte, 10-Tage-Linie, ganz frisches Verkaufssignal, schneide die 20er. Wir sind weiterhin ganz klar negativ im MACD und zwar schon tief über die Stochastik, aber da warne ich immer vor, nur weil sie überverkauft ist, heißt das noch lange nicht, dass die sofort steigt. Hier ist dann diese 12.885 und wir sind bei 12.940 am Freitagabend gewesen. Muss man jetzt mal schauen. Die Chinesen kommen wieder rein in den Markt am Montag. Überall kennt jeder jetzt oder weiß jeder, dass Corona nicht nur ein Bier ist, sondern auch eine Krankheit, ein Virus. Ich habe das auch mit SARS mitgemacht. Es ist völlig klar, dass man sich momentan vielleicht nicht unbedingt in Luftfahrtgesellschaften wie Lufthansa oder Reisegesellschaften wie TUI oder Hotelketten wie Accor, also Mercure, solche Geschichten, Accor, Hyatt, wie sie alle heißen, verlieben muss. Das ist logisch, da muss man wirklich erst mal warten, bis das jetzt fertig ist. Viele stornieren ihre Reisen. Aber letztendlich sind genau diese Titel, die ich eben genannt habe, die Werte, die, wenn irgendein renommiertes Land, sagen wir es mal so, mit einer renommierten Universität
sagt, so, wir haben das Heilmittel, das sind das die Dinge, die als erste steigen. Eine TUI, eine Lufthansa, eine Accor, eine Mercure, eine Hyatt und so weiter. Das dann schon. Ja. Also die Autoverkäufe haben damit nichts zu tun, meiner Meinung nach. Gut, ich bin also der Meinung, wir sollten mindestens hier drauf fallen, wenn wir unter die 12.885 gehen und schließen, muss ich mindestens das 50er Retracement bei 12.779 ins Kalkül ziehen. Schauen wir mal nach Scheinen. Von der Call-Seite her habe ich mich für diesen Schein entschieden. Ein 12.680er. Da liegen wir ungefähr hier. Wenn die 12.885 hält, ist das eine gute Möglichkeit. Aber selbst wenn die da durchgeht und Richtung 50er Retracement geht, ist das für mich ein sehr interessanter Schein, der heute hier und jetzt, also bei einem Kurs von 12.940, einen A49er Hebel hat. 12.680. Das ist die Kennnummer GB für Great Britain. 49ZV, ein Schein von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein. Das ist der Call meiner Wahl. Na, den packe ich mir auf die Watchlist, in dem will ich spielen. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Bei den Puts habe ich mich für einen entschieden, für meine Watchlist, der oberhalb von 10 und 20 Tage Linie liegt. Und zwar oberhalb von 13.400. Ich komme auf den hier. Das ist ein Open-End-Schein mit der Basis 13.420. Das ist von Goldman Sachs die GB8JSY. GB8JSY. Bitte immer wieder die Scheine überprüfen. Ich habe nämlich momentan meine Brille nicht auf. Das ist der Schein für den Fall, dass wir die 12.885 mit Schlusskurs unterbieten. Ich will nicht näher rangehen, weil hier muss man immer wieder auch mit einer ganz schnellen Gegenbewegung rechnen. Kleines Size. Es ist ein schneller Markt, aber der kann eine Nachricht von wegen Corona ist geheilt von eben, wie vorhin gesagt, irgendeiner Uni und schon knallt das Ding nach oben. Also auf jeden Fall Vorsicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und ganz, ganz fette Beute. Bye, bye, ciao.